Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wir möchten euch heute wieder ermutigen. Wir beten für alle Anliegen, die bei uns eingehen, auch diejenigen, die wir nicht vorlesen. Und wir bekommen so viele Zeugnisse, wie Gott eingegriffen hat in viele Leben von vielen Menschen, in die unterschiedlichsten Gebetsanliegen. Und wir möchten dich heute einfach ermutigen, dran zu bleiben. Auch wenn du im ersten Moment noch nichts merkst oder spürst oder siehst, bleibe dran. Jesus hilft dir. Jesus hat eine Lösung für dich und Jesus lässt dich nicht im Stich. Hoffnung um 12. Wir wollen dich auch heute wieder ermutigen. Heute zum Thema: Es rauscht, als wollte es regnen. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Es rauscht, als wollte es regnen. Und ich meine nicht das Rauschen, was manchmal vielleicht in der Ehe ist oder mit Kindern. Ich sag dir, es rauscht, als wollte es regnen. Ein geistlicher Regen, ein Regen für Segen für dich. Und ich hatte das Thema in der Gebetsnacht, wo Elia genau das gesagt hat. Elia war in einer Zeit, wo Hungersnot war, wo Not war. Vielleicht bist du auch gerade in so einer Hungersnot. Nicht wegen Milch oder irgendwie Kartoffel, sondern irgendwo in einer geistlichen Hungersnot oder in einer anderen Not. Und du brauchst wirklich den Segen, den Regen von oben. Und der Elia hat es Rauschen gehört, obwohl noch nichts zu sehen war. Er hat seinen Diener 7-mal zum Nachschauen geschickt, ob irgendwo eine Wolke ist. Und es war keine, erst beim 7. Mal. Und ich sage dir auch, du siehst vielleicht auch nicht eine Lösung, nicht mal den kleinsten Ansatz einer Lösung. Ich sage dir, bleib dran, bis die Lösung sich zeigt, bis du sie siehst. Gott sieht sie schon lange und bleib dran, bis du sie auch siehst. Das stärkt deinen Glauben und bringt auch dir die Lösung. So vieles lenkt uns heute ab. Wir möchten Abkürzungen machen für eine Lösung und kommen noch tiefer oftmals in die Not hinein. Ja, wenn andere nichts hören, höre du, dass es rauscht, als wollte es regnen, genau für dich. Hörst du dieses Rauschen? Fragezeichen. Herr, ich danke dir dafür. Herr, für jeden, der jetzt zuschaut, dass er wirklich das Rauschen hört der Lösung, das Rauschen hört des Regens von Segen, der unterwegs ist. Herr, bei aller Entmutigung, bei aller Not, bei aller Hungersnot, bei allen Problemen, Herr, ich danke dir dafür. Herr, lass uns hören deine Lösung. Herr, vielleicht erst in kleinen Stückchen, aber danke, Herr, dass wir hoffen dürfen für die ganze Lösung. Amen. Amen. Und eine Frau bittet um Gebetsunterstützung für Folgendes: Metastasen in der Lunge und Leber, aufgestaute Niere, großer Lymphknoten im Bauchraum. Bitte Gebet für den Vater meiner Schwiegertochter. Und Jesus, ich danke dir, dass du auch diesen Mann kennst, der in Lunge und Leber und Niere nicht in Ordnung ist, Lymphknoten und was da alles mit zusammenhängt. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst, dass diese Organe wieder funktionieren nach deiner göttlichen Schöpfungsordnung, wie du sie geschaffen hast. Und ich danke dir, Jesus, dass alles in deiner Hand liegt und dass du der Heiler bist, dass dein Heilungsstrom fließt und dass du derselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und ich danke dir, dass du diesen Mann berührst, dass er wirklich gesund sein darf durch dein vergossenes Blut am Kreuz. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau bittet um Hilfe für ihr Leben. Sie schreibt: Ich bitte aus tiefstem Herzen um vollkommene Gesundheit und Hilfen in meinem Leben. Bei mir wurde eine schmerzhafte Senkung der Gebärmutter diagnostiziert. Dazu noch Arthrose im linken großen Zeh. Aufgrund der massiven Einschränkungen unserer Grundrechte leide ich mittlerweile unter anderem an Schlafstörungen und Depressionen.
Mein großer Wunsch ist auch, eine naturnahe, ruhige und bezahlbare Wohnung zu erhalten. Herzlichen Dank für die Unterstützung in den Gebetsanliegen. Ja, und das ist schon eine ganze Liste von Gebetsanliegen. Jesus, wir danken dir, dass du der Herr bist, auch wenn die Liste noch so lang ist. Und du bist der Herr, der eingreift. Du bist der Herr, der heilt. Und ich danke dir, dass du diese Gebärmutter berührst und auch diese Arthrose im großen Zehen. Danke, dass dieser Körper wieder in Ordnung kommt. Und ich danke dir aber auch, dass diese Schlafstörungen und diese Depressionen, dass du diese Seele wieder heilst. Danke, Jesus, dass du die Ängste wegnimmst und dass du Frieden schenkst. Danke, Jesus, dass dein Licht und deine Freude wieder hineinkommt in dieses Leben. Und ich danke dir, dass du die ganze Person berührst von Kopf bis Fuß. Und ich danke dir, dass du auch diesen Wunsch um eine bezahlbare Wohnung kennst, die irgendwo in der Natur ist, so wie es gewünscht ist. Danke, Jesus. Du weißt auch um dieses Problem. Und ich danke dir, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du eingreifst. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich und die Infos sind eingeblendet. Eine Frau schreibt uns verzweifelt, eine ganze Familie ist von Corona betroffen. Bitte betet für meinen Mann, er liegt wegen Corona-Mutation beatmet auf der Intensivstation und alle Werte sind schlecht. Er ist 46 Jahre alt und wir haben zwei kleine Töchter. Wir sind entschiedene Christen und ich flehe zu Gott um ein Wunder. Er muss helfen und eingreifen. Auch die Kinder und ich sind erkrankt. Jeden Tag kommen schlechte Nachrichten hinzu. Wir verzweifeln. Bitte, bitte betet für Heilung. Ja, das tun wir gerne und uns erreichen so viele Fälle, auch Corona, Impfen und was auch immer. Und da wollen wir jetzt auch wirklich Gott bitten um Lösungen und Heilung. Danke, Herr. Herr, du siehst jetzt genau diesen Fall, Herr, diese Familie. Herr, danke, Herr, dass du jetzt gerade dort in der Intensivstation bist. Und Herr, dass wir in deinem Namen wirklich ein Ende von schlechter werdenden Werten befehlen, dass die Werte ab diesem Moment wieder gut werden. Danke, Herr, für die ganze Familie, dass wirklich ein Ende ist der schlechten Nachrichten, dass jetzt gute Nachrichten kommen. Und Herr, danke, Herr, dass auch nichts zurückbleibt. Herr, keine Schäden, die irgendwo Folgeschäden sind. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass wunderbar Heilung eintritt. Ich danke dir dafür und danke, Herr, dass du auch all denen, die sagen, oh ja, hätte ich auch schreiben sollen. Danke, Herr. Herr, wir befehlen dir fürbittend jeden, Herr, der sich jetzt einklingt, der sagt, ja, den und dann jenen. Herr, danke, Herr, dass du der Helfer bist, dass du der Heiler bist. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt für ihren Ehemann. Mein Mann hat Schmerzen an seinen Füßen wegen einer misslungenen OP und muss jeden Tag arbeiten gehen. Außerdem wünschen wir uns ein zweites Kind. Ja, danke, Herr, danke, Herr. Herr, danke, Herr, lass auch wirklich Vergebung hineinfließen, auch Herr, für Vorwürfe an den Arzt oder die Ärzte, Herr, dass da wirklich auch Vergebung, Herr, von dem Patienten aus hineinfließt, weil Vergebung ist auch Heilung. Ich danke dir dafür und danke, Herr, dass die ganze Schmerzen, Herr, in den Füßen, Herr, weggehen in Jesu Namen, dass die Ursachen, Herr, danke, Herr, dass du Dinge tun kannst, wo kein Arzt tun kann. Und wir bitten dich auch für das, Herr, dass du wunderbar eingreifst. Und ich danke dir dafür, Herr, schenke ihnen auch den Segen eines weiteren Kindes, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, lass sie ein wunderbares Kind empfangen, Herr. In deinem Namen, Jesu, bitten wir. Amen.
Amen. Und viele Menschen schreiben uns, wie Gott eingegriffen hat in ihr Leben. Und eine Frau schreibt uns voller Freude: Ich bin total aus dem Häuschen und muss jedem erzählen, was Gott so Großes an mir getan hat. Er hat mir einen neuen Arbeitsplatz geschenkt und nicht nur irgendeinen. Einfach alles ist ein so großes Wunder. Trotz fehlendem Hochschulabschluss arbeite ich ab sofort in Homeoffice in einem großen Pharmakonzern. Bereits innerhalb 6 Werktagen erhielt ich die Zusage. Ich hatte zwar den Eindruck für ein anderes Unternehmen, aber dieser Arbeitsplatz könnte auch eine Station für Erfahrungen sammeln sein, die ich dann später gebrauchen kann. Da freuen wir uns doch mit. Partnersuche positiv, schreibt eine Mutter. Ich bat euch um Gebet für unsere jüngste Tochter. Sie suchte einen Partner. Vor Weihnachten kam ein Anruf von ihr. Bei einer Singlebörse hat sie einen Partner gefunden, der nun ihr ganzes Leben verändert hat. Danke für eure Gebete. Das ist doch wunderbar. Befreit von Schmerzen. Danke für euer Gebet. Ich hatte monatelang starke Rückenschmerzen. Ich bat um Gebet für mich. Nun sind die Schmerzen seit einigen Wochen vorbei. Danke. Wie schön. Und aus Österreich kommt diese Gebetserhörung. Ich danke Ihnen für Ihre Gebete für die Thrombose und die undichte Vene. Danke, Jesus, für sein Eingreifen, für meine Heilung. Gott erhört Gebet und vertraue auch du ihm. Ja, wieder so eine Vielfalt, wie Gott Lösungen schenkt, Heilungen schenkt und gebraucht selbst das Internet dazu. Wie wunderbar. Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist auch wieder eingeblendet. Heute mein Tipp des Tages. Ja, lerne zu hören, lerne das Rauschen zu hören für deine Situation, das Rauschen der Lösung. Lerne zu sehen, die kleine Wolke, der kleine Ansatz für deine Lösung und lerne daraus wieder Hoffnung und Glauben zu schöpfen. Lerne wirklich zu hören, wie Gott dir die Lösung schenkt. Ja, schick uns einfach deine Anliegen, wenn du eine Not oder eine Sorge hast. Und wir beten gerne für dich. Und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, am Sonntag sind wir wieder für dich da. Wie immer 10 Uhr Livestream oder YouTube. Und ich möchte heute schon Werbung machen. Wir haben Heilungstage. 1. und 2. Mai beginnen die Heilungstage. Die genauen Themen und Daten, Uhrzeiten kannst du auf unserer Webseite sehen. Sei mit dabei. Wir beten nicht nur für Heilung, sondern wir lehren auch, wie man Heilung empfangen kann, wie man mit dem Alten aufräumen kann und so weiter. Und warum Heilungen auch nicht passieren. Ganz, ganz interessante Themen. 1. und 2. Mai reserviert dir diese Tage. Da sind wir auf Livestream mit den Heilungstagen. Für heute verabschieden wir uns und wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Der Herr sei mit dir. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.